I was a member of the 1st Infantry Division. I met Bob as the outfit returned from the Sicilian campaign. I met him in England in November of 1943. I served with him on D-Day and right up until the day that he was killed on January 24th, 1945, as we attacked our way out of the Battle of the Bulge, the first attack out of the Bulge. And Bob was killed by artillery fire. Do you mind, I'd like to put this flag down. This is the first time I had an opportunity to come to the gravesite. And I can tell you, it's a very, very emotional feeling. Bob was an outstanding soldier and a really great guy. We almost didn't make it in because there was a torpedo plane in the night, during the night before we landed, that dropped a torpedo bomb right behind us. And he didn't get a chance to guide it in because one of the Navy gunners shot him down. When we docked, we were broadside out there to the shore, and the German 88s are shooting. There's 5,000 ships, they tell us, out there. We could see, the most vivid thing to my memory is a tanker getting hit and blown up. I didn't want to drown. I thought if I was going to get killed, I wanted to get killed on land. Not realizing at the time that when you're killed on land, you're put into a mattress cover, and that's what we did. We put the bodies in mattress covers and buried them. And much better to die in the ocean where it's clean water and you're gone, you know, instead of being buried and decaying right in the ground in a mattress cover. Ce jour de juin 1944, nous avions entendu un grand bruit, suivi d'un panache de fumée. Un avion de l'US Air Force venait de s'écraser à Brayal. Lorsque j'avais 9 ans, c'est ici que j'ai vu le corps du lieutenant Quinn. Cette vision est restée gravée dans ma mémoire. Jamais je ne l'ai oublié. Russell Quinn, a pilot and a friend of mine, was shot down right after D-Day. We did a lot of strafing. We were trying to knock out as many convoys as we could. And so in this process, we lost a lot of airplanes, lost a lot of pilots. Russell Quinn was doing exactly the same thing I was doing. He was strafing, was hit by anti-aircraft, lost an engine, was right on the deck. Unless you maneuver awful fast and you've got
everything going for you, you it's so easy to lose it. And I think that's what happened to Russ. He was trying to move, could get that airplane in control, under control, and next thing I think he hit a tree or something, and that was his demise. La première fois que j'ai vu une bataille quand mon papa avait montré, j'ai tout de suite adoré. Mais à la fin, j'ai entendu d'autres batailles, des batailles qui avaient plus de morts. En Normandie, des gens écrasés par des chars, des gens tirés et des gens noyés dans l'eau. J'ai vu à part ça des vidéos des femmes qui étaient contentes de revoir leurs hommes, mais aussi des femmes qui était vraiment déçu et triste de ne pas les pas revoir. Et tous ces hommes, ce sont ceux qui sont partout dans ce cimetière. Ich war damals 15 Jahre, wie die amerikanischen Soldaten bei uns einmarschierten, also einmarschierten, nicht bei uns, sich niederließen in der Straße. Und ja, wir waren ganz überrascht, Soldaten zu sehen. Und dann hat man uns sofort Weißbrot gegeben, Schokolade und Kaugummi. Wir waren ganz überrascht und die haben uns sofort verwöhnt. Ich glaube, wir hatten 8 Soldaten bei uns in der Wohnung, also im Haus. Da hatten wir 8 Soldaten und da hat man viel Kontakt mit gehabt und man hat auch ein bisschen Englisch gelernt. Die Soldaten lebten bei uns im Haus und wir haben dann auch Fotos gemacht. Nachher haben wir uns mal die Uniform angezogen, war ganz lustig. Im Oktober, 1. Oktober 1944 haben wir gemacht und das andere war dann im Dezember 1944. Denn als Andenken haben die Soldaten auch in meinem Album geschrieben. Ja, ängstlich waren wir nicht, wir waren froh und waren auch sehr freundlich, sehr nett mit uns. Ja, wir denken immer daran, dass sie in Erinnerung haben, dass sie uns befreit haben. Das sagt man immer, Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Aber man hat dann auch erzählt, und dann, wenn man denkt, die armen Jungen, die jetzt auf dem Friedhof liegen.